deiner Riesennest. Nein, nein und nochmals nein. Ich bitte Sie, das geht so nicht. Aber warum denn nicht? Meine Tochter ist doch da drin. Das mag ja sein, aber die Corona-Abstandsregeln, verstehen Sie? Aber was? Ich mach auch bei diesem Abenteuerdings damit, okay? Ich bin vermutlich eh der größte Arenaleiter von allen. Oh, sorry, Abenteurer von allen. Wie ich Ihnen schon mehrmals gesagt habe, das kann ich leider nicht zulassen. Oh, du bist wirklich gekommen? Stimmt was nicht? Ich bekomme ja eine absolute Vollkrise. Diese sturköpfige Forscherin da will mich einfach nicht durchlassen. Vielleicht hat sie einen Grund dafür? Bitte was? Wer soll hier der Sturkopf sein? Ich habe es Ihnen schon oft genug erklärt, aber Sie wollen einfach nicht richtig zuhören. Ich mag sie, ich kann mich mit ihr identifizieren, mir hört auch immer keiner zu. Jedenfalls nicht wirklich, immer nur so halb. Erklärst du den Leuten was, dann drehen sie sich um und sagen, hä, verstehe ich nicht, erklär mir mal das und das, was du ihnen gerade erklärt hast. Ja, I ship it, los. Dynamax Abenteuer sind äußerst gefährliches Unterfangen und... Gah, dieses wissenschaftliche Palaver macht mich wahnsinnig. Das nennst du wissenschaftlich? Wow. Ja, wir drehen uns die ganze Zeit nur im Kreis. Du scheinst diesen Mann zu kennen. Würdest du mir meine Erklärung anhören? Dann könnte ich euch zusammen durchlassen. Aha! Endlich gibt sie mal was von sich, das Hand und Fuß hat. Wärst du so nett, dir die Erklärung anzuhören? Dann können wir zusammen nach meiner kleinen Mila suchen, okay? Aha. Willst du meine kleine Mila sehen? Hab ich gerade gefangen. Wärst du so nett, dir ihre Erklärung anzuhören? Dann können wir zusammen nach meiner kleinen Mila suchen gehen, okay? Pokémon sind bei meiner Forschung eine große Hilfe. Ja, die elektrischen Alien-Bugs, alles klar. Oh nein, ein Sobiris. Pokémon Go ist komplett verliebt in Sobiris. Und ich habe keine Ahnung warum. Aber ständig sind die Viecher überall, kriegen Rampenlicht, kriegen Nester und jetzt zu Halloween Sobiris mit Kostüm, mit Lichtel-Kostüm. Ich hätte lieber ein Lichtel mit Sobiris-Kostüm, aber nein. Immer dieses Sobiris. Warum auch immer, man kann es nicht entwickeln, es sieht dumm aus. Hauptsache Sobiris. Das ist mein Lieblings... Ja, ist mir egal. Ich kann dir fantastische Waren im Tausch gegen dein Herz anbieten. Oh. Ich habe genau null. Fähigkeitenpflaster? Das ermöglicht die reguläre Fähigkeit eines Pokémon zu seiner seltenen Fähigkeit zu... Bei irgendwas wollte ich das letztens machen, oder? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, falls ihr euch noch erinnert. Ansonsten muss ich mir die Folgen mal ansehen. Aber es sieht aus, als bräuchte ich 200 von diesen Dingern. Bei was war denn das? Das war bei Vulpix, ne? Damit sie keinen Hagel hervorruft. Ja, ich glaube, für Juvia brauche ich die 200 Rüstungserz. Glaube ich. Mimikma, weißt du das noch? Ich glaube, es war Vulpix. Silber, Kronkorken, Carbon. Ja, wird schon. Bis zum nächsten Mal. Okay, Lady, dann mal los. Möchtest du meine Erklärung zu Dynamax-Abenteuern anhören? Nein, ich habe dich nur aus Spaß angesprochen. Ach komm, sei kein Quacksor, du musst mir helfen. Lass dich von diesem Herrn da nicht unter Druck setzen. Komm wieder zu mir, wenn du bereit bist. Okay, Beppo, jetzt hör mir mal zu. Ich mach, was ich will, ja? Das hier ist meine Reise, mein Weg, meine Entscheidung. Ich kann dich mitnehmen, ich kann nett sein, aber ich lass mir von dir nicht vorschreiben, was hier Sache ist, ja? Entweder du kommst mit, wenn ich was mache, oder du kannst dich verpissen.
Und auch wenn mir Leute vorschreiben, was ich machen soll, langsam wird's nervig. Außerdem, Champ von Galar. Zäh. Ja, ja, komm, gib rüber. Ha, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast was gut bei mir. Gut, dann beginne ich mal mit der Erklärung. Das Deiner-Riesennest ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich seltene Pokémon eingenistet haben, die man sonst in der Galar-Region nicht zu Gesicht bekommt. Schließe dich mit drei weiteren Trainern zusammen und erkunde das rätselhafte Deiner-Riesennest. In den Tiefen des Nests wartet ein legendäres Pokémon auf dich. Ui, Giratina in der Normalform. Langweilig. Dynamax-Abenteuer bestreitest du an der Seite eines geliehenen Pokémon. Warum? Zu Beginn des Abenteuers muss daher jeder Spieler ein Leih-Pokémon auswählen. Warum? Im Inneren des Deiner-Riesennetz gibt es etliche Abzweigungen. Entscheide dich gemeinsam mit den anderen drei Trainern für einen Weg und tritt dann gegen die dortigen Pokémon im Deiner-Raids an. Fängst du ein Pokémon, kannst du es gegen einen aktuellen Begleiter austauschen und mit ihm weiter vordringen. Ah, verstehe, verstehe. Ich muss sagen, auf gewisse Art und Weise fixt das das Dynamax-Problem. Weil jetzt haben wir alle beschissene Pokémon. Die Computergegner, ich, sind alle genau kacke gleich dran, gleich kacke dran. Das Einzige, was jetzt die richtigen Spieler noch im Vorteil haben gegenüber diesem Hups, gegenüber diesen Computerhirnis, ist, dass die sich ein gutes Pokémon aussuchen können. Von daher bin ich mal gespannt, ob das vielleicht irgendwie mehr Spaß macht. Eure eigenen Pokémon laufen dort leider Gefahr, durch die hohe Konzentration an Galar-Partikeln außer Kontrolle zu geraten. Aus diesem Grund bieten wir Leih-Pokémon an, deren Resistenz gegenüber Galar-Partikeln sie vor diesem Schicksal bewahrt. Das heißt, ich kann sie nicht deiner maximieren. Ah, jetzt schnall ich's. Jetzt hast du zugehört, ja? Wir sollen uns drei Pokémon-Partikel ausleihen, damit so richtig außer Kontrolle zu geraten. Genau. Und seltene Deiner-Trainer fangen zu können. Wow. Weiter können sie nicht daneben liegen, Göttermann. Da drin ist es gefährlich, also halten sie sich bitte an die Regeln. Ah, so richtig blicke ich immer noch nicht durch. Aber spannend klingt das allemal. Also gut, die komplizierten Erklärungen spare ich mir jetzt mal. Ich sehe mir das lieber mit eigenen Augen an. Halte durch, Mida, dein Papa ist bald da. Moment, das können Sie doch nicht einfach. Das ist zu gefährlich. Es ist nur in diesen Mann gefahren. Ich weiß auch nicht. Und warum erinnert mich sein Gesicht so an Präsident Rose? Weißt du, jetzt, wo du es erwähnst, ist der Twist, dass es eventuell sein Bruder sein könnte, ein bisschen am Arsch. Aber stimmt, so eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Falls du ihm Nachrichten möchtest, nein, das solltest du nicht. Aber falls du dich in dein Dynamax-Abenteuer stürzen möchtest, lass es mich wissen. Na Logopüppchen, dann geht's los. Allein solltest du nicht weitergehen. Aber es sind auch schon mindestens drei Leute drin. Kommst du auch mit? Und für jeden erfolgreich abgeschlossenen Erkundung wirst du von mir übrigens mit deiner Erz belohnt. Zudem darfst du eines deiner Pokémon behalten. Eines der Pokémon darf ich behalten? Ah ja, die ich unterwegs gefangen habe. Die anderen brauche ich jedoch für meine Forschung. Möchtest du zu einem Dynamax-Abenteuer aufbrechen? Los geht da, Peter! Möchtest du das Spiel speichern? Sollte ich vielleicht, ja. So, da das dein erstes Dynamax-Abenteuer ist, solltest du dich zunächst allein daran versuchen, um dir die Regeln einzuprägen. Dass ich überhaupt nach Mitspielern suchen kann, ist lustig. Ich meine,
Ich habe keinen Nintendo Online Pass. Soweit ich weiß. Deswegen. Alleine campen, ja. Also, was haben wir denn? Barikifa, Kotomi und Kavalanzas. Kavalanzas klingt doch ganz gut. Was haben wir dabei? Emily, Charlotte und Helga. Gut, Helga ist wahrscheinlich zu besorgt. Le Abenteuer kann beginnen. Aus dem Nest scheint eine starke Energie und so weiter. Welchen Weg folgst du? Oben ist Wasser. Ich Raichu oder... Raichu. Kann die unterwegs auch die Trainer austauschen? Das wäre nett. Da bin ich ja richtig gut mit Stahlkäfer. Mist. Okay, Kavalanzas. Schlagbohrer, sehr effektiv. Am besten in Dynamax-Format. Macht dieses Viech alle. Doin, doin. Kradum. Ach verdammt, das Ding kann schweben. Nichts mit Kradum. Wer nimmt denn dieses Digimon da mit? Roll Initiative. Wettersturm. Solange es nicht seine dummen Schilde hochholt, ist alles in Ordnung. Darf ich es jetzt töten? Stauber. Wie war's? Ich muss jetzt meine eigenen Pokebälle für diesen Mist opfern, ja? Aber sonst geht's hier noch ganz gut, ja? Ich darf eins der vier behalten. Ich hoffe, ich krieg denn die Bälle auch zurück. Ich habe aber so meine Zweifel. Was eine Verschwendung. Das ging so schnell, dass ich fast der Meinung bin, das könnte Auto-Catch sein. Nehme ich es mit oder nicht? Nee. Helga hat es mitgenommen. Finde ich gut. Danke, Helga. So, Wasser, Gestein. Feuer. Feuer lasse ich mal lieber. Ihr seid einer Forscherin begegnet. Aha. Zeig mal, wo sind die Leih-Pokémon? Okay, das wird mir also einfach so zugedrückt. Gut zu wissen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gerne dieses Gesteins-Pokémon gehabt gegen dieses... Oh Gott, ey. Okay. Kann ich das auch behalten? Aber Kraftkoloss. Ist nur ein Fisch. Siehst du, das Raichu ist richtig gut, ne, Helga? What? Dumme Attacke, nie wieder.
Okay, mach das fertig. Es gibt schon zwei Pokémon, die wir loswerden müssen. War das jetzt so schwer, irgendeine Attacke zu nehmen, die angreift? Ziemlich dämlich, dass ich auch nochmal den gleichen Blödsinn benutzt habe. Scheint ein Autocache zu sein. Nö. Ah, du bist dumm, Helga. Giftflug, Giftflug, Giftflug. Ich bin Gestein irgendwo, ne? Flug. Ist ja wohl mehr Wasser als Flug. Soll ich verkübeln oder was? Ich win's nicht. Felswurf. What? Ah. Aus irgendeinem Grund habe ich immer noch das beste Pokémon. Ich verstehe es nicht. Warum sind die alle so unfähig? Vernichtung. What damn? So, Rumster! Guck diesen kleinen, dummen Rochen an! Was? Nix mit Schutz. Mach ihn platt. Ist nämlich eine Flunder, wenn ich damit fertig bin. Ja. Warum? Wahrscheinlich war Flug. Aber Wasser. Wir sind ein Digimon. Deiner Brocken, bitte gib ihm den Rest, dann bin ich das Problem los. That's really effective. So fangen wir das, ja, versuchen es mal. Es zieht eine Pokebälle ab. Super, dann werde ich mal die Superbälle los, weil die sind eh hässlich. Es ist mein Lieblings-Pokémon. Ist mir egal. Wups. So, nö, ich sehe es ja nicht ein. Emily hat es mitgenommen.